schwaches Spiel, wa? Um die Zeit hat man sonst selbst an schlechten Tagen immer schon 4 bis 5 Ohnmächtige. Und im Spiel passiert auch nichts. Na ja, die Sehenszerrung vom Torsteher? Mensch, hör auf mit solchen Lappalien. Wisst ihr noch früher? Vor der Halbzeit doch mindestens mal eine angeknackste Rippe. Knöchelbrüche. Gehirnerschütterung. Zeiten kommen nicht mehr wieder. Ja, bloß weil die Schiedsrichter immer gleich mit ihren gelben und roten Karten rumfuchteln. Genau, meine ganzen Fußballsport kaputt. Zumindest ein Vierteljahr jetzt, seit wir die Tara mal draußen hatten. Länger, Kollege, länger. Hast du Husten oder vielleicht Atembeschwerden? Nee, das ist die Jahre. Ach, schade, Mann, ich hab so ausgezeichnete Tabletten dagegen. Ach, ist eben nicht mehr los. Dazu hat man nur Mund-zu-Mund-Beatmung gelernt. Neulich hatte ich mal ein Kind, das mit dem Finger in das Drehkreuz am Eingang gekommen war. Was willst du damit Mund-zu-Mund-Beatmung? Quatsch, Mensch. Aber hier, Finger gerichtet, Finger geschielt, Verband drum, Beruhigungstabletten für die Mutter. Vater war auch schon ganz blass, konnte Baldrian einsetzen. Mensch, hatte doch das Leben selbst für einen Hilfssanitäter noch einen Sinn, aber heute? Vielleicht haben wir Glück und kriegen zum Schluss noch eine richtige Prügelei. Der Schiedsrichter ist energisch. Diese Flasche. Und das hat ja nicht mal der Hunde mit. Was denn, keine Fleischwunden? Kannst du vergessen. Wo findet unser einer heute schon das große Abenteuer? Mensch, wenn ich da noch an den doppelten Schlüsselbeinbruch beim Endspiel vor 2 Jahren denke. Mach mir den Mund nicht wässrig. Der Typ hatte fürchterliche Schmerzen, ja, und ich habe... Und du hast? Du hast ihm tatsächlich? Obwohl, der hat für uns verboten. Ja. Du hast ihm eine Spritze gegeben? Jawohl, ja. Nicht jeder hat solche Höhepunkte in seinem Leben. Heutzutage stoppen nur die Trainer, die Betreuer, die Spieler so voll mit Vitamine und Orangensaft, was weiß ich. Die haben überhaupt ja keine Schmerzen mehr, wenn schon mal was passiert. Das sind Zeiten, wa? Beschissene Zeiten. Früher war ich mein Bengel ins Skateboard gekauft. Naja, ich hatte schon Jod und Verbandzeug bereitgelegt. Nicht. Der Bengel kann Skateboard laufen. Undankbare Generation. Was ist da los? Das klingt nicht schlecht, wa? Vielleicht doch noch was für uns. Klick muss der Mensch haben. Kick da mal nach. Mensch, das wäre ja was. Klingt wie eine Massenschlägerei. Das Schicksal ist uns hold. Was ist denn? Das Bild. Gebrochen, Lobig. Gebrochen? Ja. Zeig doch mal her. Werde. Tut das sehr weh? Na, geht. Schmerzt jedenfalls. Dann ist er bloß verstaucht. Hab's ja gesagt. Heute ist ein schwarzer Tag für uns.